Willkommen zum nächsten Video. In dem Video geht es jetzt hier um das leere Nest, die Aufgabe. Und ich bin schon hier auf dem Planeten gelandet, habe mit ihm schon gesprochen. Und ja, mehr habe ich noch nicht gemacht. Um das Video wieder ein bisschen kürzer zu halten. Halt! Auf Befehl von Marshal Daniel Blake muss ich berichten, dass es ein Problem bei der Galbank gibt. Es könnte Gefahr bestehen. Halte also lieber Abstand. Du hast das Okay. nicht von mir, aber es läuft gerade nicht so gut. Der Marshal könnte Hilfe brauchen. Die Räuber lassen uns sicher nicht in Ruhe den Tresor der Galbank durchstöbern. Wir müssen die Sache irgendwie beschleunigen. Die Security ist ein Witz. Wollt ihr mir auch irgendwann mal Bitte eure bleibt Forderungen ruhig und sagen? Lass unsere Security ihre Arbeit Wenn du machen. Jemanden findest, dem wir vertrauen. Ey. Zum Beispiel. Nicht du, keiner von deinen Rangern und auch nicht die Stadtwachen. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Zurücktreten, sofort! Ich will nicht unhöflich Jetzt. Sein, aber ich kenne dich nicht. Und jetzt tritt bitte zurück. Aquila City, wie es lebt und lebt. Hier wird es nie langweilig. Da brat mir doch einer einen Morph. Sam Coe. Ist lange her. Du bist vermutlich nicht hier, um dir deine Marke zurückzuholen. Pass auf, Sam. Nur damit das klar ist. Ich gebe dir nicht die Schuld. Von den anderen bekommst du aber wohl eine andere Begrüßung. Danke. Nett, dass du das sagst. Ein wenig habe ich die Begrüßung wohl auch verdient, aber trotzdem danke. Ihr habt ja wohl ein kleines Problem und meine Begleitung hier könnte die Lösung sein. Okay, Sam. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Die Schaubande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wir können also nicht reingehen. Sie kommunizieren über das Intercom. Sie reden nicht mit mir, vertrauen niemanden mit Marke. Sie wollen einen neutralen Unterhändler. Sie hatten also keinen Plan für diese Situation und schinden Zeit, um sich einen zu überlegen. Okay, ich bin bereit, das zu gestatten. Aber vorher ein paar Dinge. Sag, was du sagen musst, aber was sie auch fordern, ich gebe es ihnen auf gar keinen Fall. Und es stehen Leben auf dem Spiel. Also werd nicht leichtfertig. Finde raus, was sie wollen und erstatte mir dann Bericht. Geh es behutsam an. Nutze jede Gelegenheit zur Deeskalation. Du packst das. Hey, ihr da in der Bank. Okay. Ich schicke jemanden zum Verhandeln rein. Ich will deine Hände sehen. Und keine Spielchen, klar? Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Tja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Wir kooperieren, wenn wir kriegen, was wir wollen. Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Keine Ahnung. Ich kenne dich nicht. Warum sollte mir dein Wort also irgendwas bedeuten? Schon Schlimmeres überstanden. In einer Bank festsitzen ist easy. Das kaufe ich dir nicht ab. Naja, du hast schon recht. Laber ruhig weiter, du stimmst mich nicht um. Du kannst mich sowieso nicht umstimmen. Also, nächstes Thema. Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshal und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar?
Glaubst du etwa, wir wollen hier eingesperrt bleiben? Scheiße, nein. Scheiße, die Freestar Ranger haben Schiffe. Sollen sie uns eins von ihren geben? Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles Ding sein. Sauber und simpel. Rein, raus. Also bleiben wir einfach alle cool, okay? Meine Jungs drehen hier drin nämlich durch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten. Wie meinst du das? Ich weiß, ich widerspreche dir da gar nicht. Wenn die Geiseln sterben, ist der Marshall schuld, weil er uns nicht ernst genommen hat. Manchmal passieren Unschuldigen eben schlimme Dinge. So ist das Leben. Für einen Rückzieher ist es zu spät. Wir ziehen die Sache durch. Sag dem Marshall, er soll das Schiff vorbereiten, damit wir alle aus der Sache rauskommen, ohne dass jemand verletzt wird. Okay. Das nimmt sicher ein gutes Ende. Ich habe jedes Wort gehört. Er redet zu laut. Ist die Müdigkeit. Die Angst und Erschöpfung machen sich bemerkbar. Sie denken nicht klar. Das bringt uns in eine sehr gefährliche Lage. Dein Idealismus in Ehren. Aber es gab von Anfang an nur zwei Optionen, wie das hier endet. Eine davon hast du schon ausgeschlossen. Bleibt also nur die andere. Wir müssen die Geiseln befreien, indem wir die Bankräuber ausschalten. Das Problem ist, dass sie mich und die Wachen ständig im Blick haben. Wenn wir versuchen reinzugehen, sehen sie uns sofort kommen. Du hast Erfahrung in sowas, oder? Gut. Ich fühle mich gleich besser, wenn ich einen Profi reinschicke. Das klang irgendwie kaltblütig. Also, ich sehe zwei Optionen. Du kannst sagen, dass du die Geiseln sehen willst. Und wenn du drin bist, schlägst du zu. Wenn du schnell bist, kannst du sie wohl ausschalten, bevor sie reagieren können. Aber du musst sie töten. Es gibt aber auch eine Hintertür. Ihre Aufmerksamkeit ist nach hier vorne gerichtet. Vielleicht passen sie hinten also weniger gut auf. Der Schlüssel sollte passen. Okay, Hintertür. Was zur Hölle? Ich brauche hier Hilfe! Feuer frei! Oder irgendwie habe ich noch gar keine Geiseln gesehen. Was ist das jetzt? Vielen Dank. Okay, mehr gibt's hier nicht.
Shaw-Bande hält uns alle zum Narren. Ich habe den Tumult gehört. Die Geiseln sind in Sicherheit? Denen geht's gut. Das freut mich. Das sind nicht nur Bürger des Freestar Collective. Sie sind wie eine Familie. Das sind wir alle. Und was die Shaw-Bande angeht, um die trauern wir auch. Hier, das hast du dir mehr als verdient. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. Okay, nachdem jetzt keine Leben mehr auf dem Spiel stehen, gehen wir wieder zur Garbank und holen uns die Karten. Von der Shaw-Bande. Ja, hier kann es gefährlich sein. Haben wir doch nichts getan, braucht man eine zuverlässige. So, hier. Alles gut. Mir geht's gut. Ich brauche nur kurz. Danke, dass du meinen Mann gerettet hast. Der befindet sich unten. Also gut. Die Familie hat hier ein paar verschiedene Schließfächer. Also sehen wir uns um. Hier ist eine Kopie vom Schlüssel. Okay, denk dran. Solomon stammt aus einer früheren Generation. Es ist also nicht auf einer Slate. Wir suchen einen Stapel Papiere. Ach, der ist schon hier. Oh nein, Jacob. Natürlich hat der alte Esel das kommen sehen. Ich wollte eigentlich nicht zum Anwesen. Cora wird stinksauer sein. Muss das jetzt wirklich sein? Du hast nicht Unrecht. Du hast schon recht. Okay, schön. Er ist mein Vater, okay? Wir verstehen uns nicht so gut. Er dachte sich wohl, dass ich irgendwann wegen der Karten antanze und ist mir zuvorgekommen. Ich wollte einfach nicht ins Familiengeschäft einsteigen. Tut mir leid, dass ich deswegen nerve. Mein Vater und ich können uns nicht vergeben. Das ist, Familientradition. Okay, wollen wir? Also wieder raus. Kann ich da zu Fuß hin? Solomon Cole wirklich so krass? Ja. Im Turm ist die Ranger-Zentrale und eine gute Bar. Amira Wolf im Unterhaus könnte jemanden wie dich. Sieh an. Sam Cole verdunkelt mal wieder unsere Schwelle. Du weißt, warum ich hier bin. Ach. Und, warum? Bist du zur Vernunft gekommen? Hast endlich erkannt, wo du hingehörst? Ich frage nicht nochmal. Du hast noch nie gefragt. Lass schon hören. Diese Person ist beschäftigt. Ich will nicht sagen, was dir wichtiger ist als die Familie. Okay, das war ein Fehler.
Der einzige Fehler hier bist du. Dass du deinen Constellation-Lakaien herbringst statt meiner Enkelin. Willst du Sam helfen, sein Vermächtnis zu plündern? Jetzt. Ihr bekommt die Karten nicht. Punkt. Ich habe genauso ein Recht auf diese Karten wie jeder andere in der Familie. Ganz genau, Sam. Solomons Vermächtnis gehört uns allen. Aber manche von uns sind hier und halten es in Ehren und manche nicht. Okay, das reicht. Komm mit. Unterhalten wir uns. Allein. Willkommen zu Hause, Sam. Bleib bitte nicht lange, wie du es eben immer tust. Augenblick. Okay. Reden wir über unsere Optionen. Du ignorierst zwar, dass ich über 30 Jahre Erfahrung mit dem Mann habe, aber gut. Hoffentlich diskutierst du gerne. Ach, Sam's Constellation-Lakai will mich wieder nerven. Tja, das entscheidet es aber nicht du, ne? Sie sind Familieneigentum der Chaos. Und sie bleiben hier. Vergiss es. Solomon ist nicht einfach nur nach Lust und Laune losgezogen. Er hat Dinge gebaut. Andere inspiriert. Vielleicht hast du recht. Ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber schön. Gut. Wenn ihr mich endlich in Ruhe lasst, könnt ihr die Karten haben. Sie sind im anderen Raum. Hier, der Schlüssel. So, der stand davor. Okay, mal sehen, ob wir das leere Nest finden. Lass mich nachdenken. Soweit ich weiß, waren seine Werte erst ganz normal, dann sind sie abgefallen. Und keine Kreatur, ob Alien oder nicht, hat sich hineingewagt. Da, ich hab's. Oh Mann. Das ist ein Problem. Stimmt schon. Aber sehen wir uns erst mal an, womit wir es zu tun haben. Das liegt mitten im Grenzland, wie schon erwartet. Da gibt es keine großen Probleme, außer den üblichen Begegnungen mit der Fauna. Aber das leere Nest ist eine Höhle mitten im Gebiet der Shaw-Bande. Also der Outlaws, die die Galbank ausgeraubt haben. Vergiss nur nicht, es geht um das Artefakt, nicht um sie. Wenn es dir Spaß macht, Verbrecher zu jagen, ist das nur ein Bonus. Gehen wir zu der Höhle. Endlich. Vor der Mauer wird's ungemütlich. Ashtar sind auch für uns heftig. Ich nehme den langen Weg, okay? So, ich hoffe, ich kann da wieder hinlaufen.
weit ist denn das noch? Gut, ist noch ein Stück. Okay. Der ist mal groß. Brauche ich nicht. Na komm, geh kaputt. Noch einer? Egal, ich geh einfach rein. In so einer Höhle müsste es sein. Es ist soweit. Du sollst doch hier sterben. Gib mir Rückendeckung. Muss nachladen. Toll. Nö. Ja, kann ich oben drüber? Echt jetzt? Nehmen, jetzt habe ich das nächste Stück. Sehr gut. Okay. Ja, alles in Ordnung. Also los. Da lang.
Ach so, da komme ich ja nicht drüber. Also. Hier. Schmuggler verwenden solche Höhlen gerne. Manchmal hat man Glück und findet die verrücktesten Sachen. Das reicht. Ich will Aquilas verlorenem Sohn kein Loch in den Kopf schießen. Jedenfalls nicht, ohne vorher zu plaudern. Du musst Shaw sein. Ich bin vor allem enttäuscht. Da treffe ich Sam Coe und er guckt mit den Losern von der Constellation durch das Grenzland. Aber du hast es an meiner Crew vorbeigeschafft, die ich übrigens sehr gut bezahle. Ihr habt was aus der komischen Höhle geholt. Wahrscheinlich das, was die Ash da weggehalten hat. Also fehlt mir jetzt ein Versteck. Reden wir darüber, was mir das alles wert ist. Eure Leben, eure Credits. Eins von beiden. Egal. Ja. Ach, wirklich? Dann lass mal hören. Große Klappe. Aber bisher auch was dahinter, muss ich sagen. Du bellst ganz schön rum. Beißt du auch? Oh ja. Schaubande mal woanders lesen als auf einem Fahndungsplakat? Klingt gut. Schön. Verschwindet, bevor ich es mir anders überlege. Wenn ich dich noch einmal sehe, bist du tot. Oder du. Du, das ist deine Schuld. Hilf uns gefälligst. Warum? Unter Beschuss! Geordneter Rückzug! Los! Ich rücke vor. Einer noch, glaube ich. Tja, nicht mehr. Hat sich ganz schön gewehrt. Seid froh, dass der Boss so nett ist. Ich bin dir für die Sache mit dem Ash da wohl was schuldig. Nimm und verschwinde. Ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Oh Mann, ich muss unbedingt irgendwie, kann man bestimmt die Ausdauer verbessern oder so.
Ja, komm jetzt. Lauf schneller. Ja. Ist mal keine Ladezeit. Ich hab gehört, Mr. Wright sieht sich bald nach einem Lehrling um. Robotechnik ist ein Spitze. Die Familie Jensen ist auf der New Sea. Ich kenne Aquila City hier recht gut. Ich habe gefühlt ein halbes Leben damit zugebracht, hier wegzukommen. Auf ins Cockpit. Zähl mir bereit für das nächste Abenteuer. Papa, meinst du, Solomon Coe hätte mich... Bestimmt. Dich mag doch schließlich jeder. Nein. Ja. Kurs festlegen. Wenn man deinem Grand... Ich spiele zu ihm, Captain. Unser neues Familienmitglied hat uns gerettet. Was genau erschaffen wir hier? Das nächste Teil. Frequenz und kein Signal ab. Das hat nichts zu sagen. Das Ding könnte etwas ausstrahlen, das wir gar nicht messen können. Vielleicht bauen wir auch eine riesige Bombe, die explodiert, sobald sie fertig ist. Vielleicht ist es ein interstellares Kinderspielzeug. Was sollte dann das mit den Visionen und der Musik, die der Entdecker erlebt? Es ist eine Botschaft, ganz sicher. Hoffentlich finden wir es heraus, wenn wir noch mehr Teile finden. Absolut. Um nach vorne zu kommen, muss man manchmal im Dunkeln tappen. Ich glaube, Cora und ich brauchen mal eine kleine Pause. Aber sag Bescheid, wenn du mal wieder kooperieren willst. Ach, und weil es immer mal wieder Thema ist, mich und meine kleine Co-Pilotin gibt es nur als Team. Wenn ich auf dein Schiff komme, ist Cora auch dabei. Ebenso, du weißt, wo du uns findest. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ich weiß. Okay, das war dann noch die Aufgabe. Und das war's mit dem Video. Aber wir müssen bis zum nächsten Mal.